Ralf glaubt, dass es sich nur um ein Missverständnis handelt und Niki mit Emma zu Hause ist. Aber für Kerstin und ihren Anwalt Ralf Vogel sieht alles danach aus, als hätte die intrigante Nanny das einjährige Mädchen entführt. Kerstin traut Niki alles zu. Sie hat große Angst um ihre Tochter. Emma, Franzi, wo ist Emma? Na, im Kindergarten. Wolltest du sie nicht abholen? Oh, Niki, wo ist Niki? Na, Niki ist doch nicht mehr da. Papa hat sie gekündigt, damit du wieder einziehen kannst. Du ziehst doch wieder ein. Dazu später. Ich muss wissen, wo Niki und Emma sind. Weißt du was? Nein, nur dass Niki heute Morgen ihre Sachen gepackt hat und total sauer war, weil Papa sie ja jetzt rausgeworfen hat. Aber sie hat sich eigentlich ganz normal dann verabschiedet. Wann hast du Emma zuletzt gesehen? Na, auch noch heute Morgen. Aber was ist denn überhaupt los hier? Und nun? Mama! Emma ist nicht in ihrem Zimmer und alle Anziehsachen fehlen auch. Stofftiere sind auch alle weg. Verbrannt. Das sieht wirklich nicht gut aus. Tut mir leid, ich bin sicher, dass Niki Emma entführt hat. Wenn alle Sachen weg sind, ist das ein klares Indiz für eine Entführung. Herr Brandt, haben Sie die Telefonnummer, die Handynummer von Niki Fellner? Ja, ich sollte den rufen Sie bitte an. Okay. Ja, schönen guten Tag. Rechtsanwalt Vogel hier. Es geht um eine mutmaßliche Kindesentführung. Ralf Vogel alarmiert sofort die Polizei. Er und die verstörten Eltern hoffen, dass das Kindermädchen mit Emma noch nicht allzu weit weg ist. Sie geht nicht ans Telefon. Ich denke, sie ist noch sauer auf mich, weil ich sie gekündigt habe. Versuchen Sie es weiter. Vielleicht macht sie ihr Handy ja irgendwann an. Okay. Ich muss jetzt ein paar Sachen organisieren, ja? Gut. Meine schlimmsten Befürchtungen sind hier eingetreten. Ich habe sofort die Polizei informiert und die wird alles in die Wege leiten. In solchen Fällen reagiert die Polizei sofort und setzt ein Team von Spezialisten ein. Kerstin und Ralf Brandt haben die Nanny Niki Fellner für ihre 1- und 16-jährigen Töchter engagiert. Doch die wollte von Anfang an Kerstins Platz einnehmen. Als der Familienvater das endlich einsieht und dem Kindermädchen kündigt, ist mit ihr auch die einjährige Emma verschwunden. Kerstins Anwalt Ralf Vogel befürchtet, dass Niki die kleine Emma entführt hat. Schon kurz nachdem der Jurist die Vermisstenmeldung aufgegeben hat, sucht die Polizei im Eiltempo nach dem Baby. So, die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet und mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Ich hab dir gleich gesagt, dass was mit ihr nicht stimmt. Aber du willst mir nicht glauben. Du hast hinter ihr gestanden und hast mich als hysterisch bezeichnet. Es tut mir leid. Ich war wirklich blind auf meinen Augen. Ich hätte echt von vornherein auf dich hören sollen. Hättest du das getan, wäre Emma noch da. Ich möchte das unbedingt wieder gut machen. Wirklich. Dann bring mir Emma wieder. Aber nein, du hast sie ja vertraut. Gegenseitige Schuldzuweisung bringen ihr uns nicht weiter. Lass sie uns zusammensetzen und überlegen, wie wir Emma finden können. Herr Brandt. Halten Sie es für möglich, dass tatsächlich Frau Fellner aus Rache Emma entführt hat? Definitiv, denn als ich ihr gekündigt habe, ist sie auch total ausgerastet. Und ich habe keine andere Erklärung. Wenn man seinen Job verliert, dann entführt man doch nicht gleich ein Kind. Also das macht für mich keinen Sinn. Und vor allem die Frau wollte doch vorher noch sich in die Familie reindrängen. Da muss es einen anderen Grund geben, das passt für mich nicht zusammen. Die Frau ist geisteskrank, glauben Sie es mir. Die ist richtig geisteskrank. Die ist zu allem fähig. Gut, dann sagen Sie mal, woher kennen Sie überhaupt Frau Fellner? Von Bekannten oder woher? Nein, es gab einen Aushang im Kindergarten. Und sie hatte ein Top-Zeugnis. Und sie wirkte auch total nett. Ja, gutes Zeugnis ist gut. Aber Papier ist geduldig, da kann ich alles raufschreiben. Haben Sie aber mit der Familie Teichert persönlich gesprochen? Nein, wir hatten ja auch ein bisschen Stress. Und außen wirkte sie auf uns total sympathisch. Für dich? Quasi sympathisch. Gut, ich schlage vor, bis die Polizei uns was Neues sagt, fahre ich da mal hin zu den Teichert. Die Adresse habe ich ja hier und spreche mit denen persönlich. Vielleicht kann ich was erfahren. Ja. Wollen Sie mitkommen? Also, ich würde schon vorziehen, hier zu bleiben, falls Niki doch mit der Emma wiederkommt, dass jemand zu Hause ist. Bleiben Sie hier, das schaffe ich auch alleine. Ich melde mich, sobald ich was Neues weiß. Ja? Super, alles klar, danke. Tschüss. Ich wünschte mir, Ralf hätte auf mich gehört. Dann wäre Emma noch da und alles wäre gut. Was mache ich nur, wenn Emma nicht wiederkommt? Rechtsanwalt Ralf Vogel glaubt nicht, dass das Kindermädchen die kleine Emma aus Rache für ihre Kündigung entführt hat. Während die Polizei nach Niki und der Einjährigen fahndet, will Ralf Vogel hinter das Motiv der Nanny kommen. Dazu sucht er die Eheleute Teichert auf. Bei ihnen hat Niki vor ihrer Anstellung bei den Brandts gearbeitet. Guten Tag, Herr Teichert. Rechtsanwalt Vogel mein Name. Ich würde gerne mal mit Ihnen was besprechen. Dürfte ich vielleicht kurz reinkommen? Bitte. Danke Ihnen. Guten Tag, Frau Teichert, Rechtsanwalt Vogel, mein Name. Entschuldigen Sie bitte die Störung.
Ich hätte nur ein paar Fragen an Sie. Und zwar geht es um Ihr ehemaliges Kindermädchen, Frau Niki Fellner. Die hat doch für Sie gearbeitet, oder? Ja, sie war unser Kindermädchen. Sie war wirklich toll. Wenn sie so toll war, warum haben Sie Frau Fellner dann nach 3 Wochen gekündigt? Das lag daran, weil sich unsere Situation verändert hatte. Wir brauchten dann doch kein Kindermädchen mehr. Ich muss sagen, das verstehe ich nicht. Nach 3 Wochen merken Sie plötzlich, dass Sie kein Kindermädchen brauchen. Und das, obwohl Frau Fellner doch so toll war. Ich habe ja das Zeugnis gelesen. Die muss ja klasse gewesen sein. Also ich habe jetzt echt die Schnauze voll von diesen Lügenmärchen. Niki hat versucht, mich hier aus meinen eigenen 4 Wänden zu verdrängen. Ich hatte schon nach einer Woche genug von ihr. Sie wollte hier sogar einziehen. Können Sie sich das vorstellen? Besser, als Sie sich vorstellen können. Sie hat permanent versucht, mich schlecht zu machen. Vor Luisa, vor meinem Mann. Und ich habe mir das nicht gefallen lassen und habe sie dann rausgeschmissen. Ganz ehrlich, Herr Vogel, Niki ist nicht ganz richtig im Kopf. Sie hat eine psychische Störung oder so etwas. Aber wenn Sie so unzufrieden mit Frau Fellner waren, wieso schreiben Sie ihr so ein klasse Zeugnis aus? Und das kannst du Ihnen dann wirklich alleine erklären. Ich gehe mit Luisa raus. Wir sehen uns dann später. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Frau Teichert. Lassen Sie uns ins Zimmer gehen, ins Wohnzimmer gehen. Am nächsten Tag, als meine Frau Niki rausgeschmissen hatte, stand sie wieder vor der Tür. Sie sagte, dass sie jedem erzählen wolle, dass ich sie sexuell belästigt hätte. Ich bin Lehrer. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet hätte? Sie haben also Frau Fellner das Zeugnis nur ausgestellt, um sie loszuwerden, richtig? Was soll ich denn tun? In solchen Fällen glaubt man eh immer der Frau. Und wenn Niki will, kann sie jeden um den kleinen Finger wickeln. Na, jeden Mann anscheinend, auf jeden Fall. Ich weiß, es war falsch. Ich hatte Angst, dass sie unser Leben zerstört. Ich hoffe, ich habe niemandem damit Schaden zugefügt. Naja, so wie es aussieht, hat Frau Fellner die Tochter meiner Mandantin entführt. Weil Sie unserem Zeugnis Glauben geschenkt haben? Sicherlich nicht nur. Wie Sie wissen, kann Frau Fellner wirklich zuckersüß sein. Es tut mir wirklich alles sehr leid. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, das können Sie in der Tat. Wenn Sie mir alle Ihnen bekannten Adressen und Telefonnummern von Frau Fellner geben, dann würden Sie mir wirklich sehr helfen. Kommen Sie mit ins Arbeitszimmer. Ich müsste da noch die Adresse irgendwo haben. Ich habe schon vermutet, dass mehr dahinter steckt als einfache Rache. Frau Fellner scheint psychisch angeknackst zu sein. Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich Sie und Emma unter der Adresse finde, die mir gerade Herr Teichert gegeben hat. In der Hoffnung, das Kindermädchen mit der kleinen Emma zu finden, macht sich Rechtsanwalt Ralf Vogel sofort auf den Weg zu ihrer früheren Adresse. Und tatsächlich, der Jurist hat Glück. Denn Nikis ehemaliger Mitbewohner Oliver Feiler bringt den Juristen auf eine heiße Spur. Entschuldigen Sie, möchten Sie zu uns? Wenn Sie zu Frau Fellner gehören, ja. Ja, ich bin Ihr Mitbewohner. Das trifft sich gut. Mein Name ist Rechtsanwalt Vogel und ich suche Frau Fellner. Okay. Ja, die wohnt jetzt bei irgendeiner Familie. Also ich habe sie seit Wochen nicht mehr gesehen. Na, wann genau haben Sie das letzte Mal Frau Fellner denn gesehen? Hören Sie mal zu. Mit der Justiz möchte ich nichts zu tun haben. Warte mal. Frau Fellner hat vermutlich die einjährige Tochter meiner Mandantin entführt. Frau Emma Brandt. Wie, hat ein Kind entführt? Alles danach aus. Zumindest war sie die Letzte, die mit Emma gesehen worden ist. Ja, okay. Kommen Sie. Also, Niki hat sich seit Wochen nicht gemeldet. Sie stand auf einmal vor einer Stunde vor der Tür. Ich habe mich total darüber aufgeregt, weil sie hat einfach überall ihre Sachen liegen gelassen und hat sich eben die ganze Zeit nicht gemeldet. Mit einem kleinen Kind stand sie dort. Das war Emma. Das war Emma, okay. Ja, also sie war völlig im Wahn, hat total schnell ihre Reisetasche gepackt und hat mich nur angeschnauzt, als ich sie gefragt habe, wohin sie geht. Ist Ihnen sonst noch was aufgefallen? Nein, überhaupt nichts. Irgendwas? Gar nichts? Gar nichts, nein. Sagen Sie, könnte ich vielleicht das Zimmer von Frau Fellner sehen? Ja, okay, kommen Sie. Ralf Vogel sucht nach Hinweisen, die ihm den Aufenthaltsort von Niki und Emma verraten könnten.
Und tatsächlich. Schon bald wird er fündig. Oben. Hat Frau Fellner irgendeine Verbindung nach Italien? Soweit ich weiß, nein. Also, mir fällt spontan nichts dazu ein. Ja, Frau Kommissarin, ja, Rechtsanwalt Vogel hier, ja. Frau Fellner ist, denke ich, auf dem Weg nach Italien. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe Reiseunterlagen in Ihrem Zimmer gefunden nach Rom, Italien. Ja gut, dann fahre ich erstmal zu den Brands und Sie melden sich hoffentlich bald. Gut, vielen Dank, bis gleich. Ja, danke schön, Sie haben mir sehr geholfen. Kein Problem. Frau Fellner scheint es wirklich ernst zu meinen. Ich glaube nicht, dass sie noch vorhat, Emma zurück zur Familie zu bringen. Jetzt müssen wir unbedingt mit der Polizei verhindern, dass sich Frau Fellner mit Emma ins Ausland absetzt. Nach den Schilderungen von Nikis ehemaligem Arbeitgeber und ihrem früheren Mitbewohner glaubt Ralf Vogel, dass das Kindermädchen ein psychisches Problem hat. Schließlich plant sie ernsthaft, mit Emma nach Italien auszuwandern. Ralf bereut es inzwischen sehr, seiner Frau nicht geglaubt zu haben, wie intrigant Niki wirklich ist. Er fühlt sich schuldig. Kerstin, du musst mir verzeihen, bitte. Vielleicht irgendwann, wenn Emma wieder da ist. Sie wird wiederkommen, wirklich. Das verspreche ich dir. Gibt es Neuigkeiten? Kommen Sie rein. Ja, hallo. Und zwar in der Tat, es gibt Neuigkeiten. Wollen wir reingehen? Ja, ab und zu. Also stellen Sie sich vor, ich war bei Frau Fellner zu Hause in ihrem Zimmer. Und sie ist anscheinend auf der Flucht nach Italien, nach Rom. Ich habe Reiseunterlagen nach Rom bei ihrem Zimmer gefunden. Und sie wurde gesehen, wie sie die Tasche gepackt hat und sie hatte Emma dabei. Oh, Gott sei Dank, Emma lebt. Wie ging's ihr? Laut Aussage des Mitbewohners ging es Emma ganz gut. Und die Polizei? Die Polizei ist informiert. Sie bewacht jetzt sämtliche Passagierlisten und Flughäfen. Und ich denke, Frau Fellner wird nicht weit kommen, weil ohne Reisepass von Emma. Emmas Reisepass ist verschwunden. Oh Gott. Ich muss los zum Flughafen. Lassen Sie sein. Flughafen brauchen Sie nicht gehen. Die Polizei bewacht sämtliche Flughäfen. Die melden sich, sobald sie was wissen. Ich muss auch was tun. Ich muss Emma suchen. Hey, Niki hat mir erzählt, dass sie Flugangst hat. Sie wird nicht fliegen. Dann kann sie nur am Bahnhof sein. Dann müssen wir zum Bahnhof. Auf zum Bahnhof. Gehen wir zum Bahnhof. So schnell wie möglich fahren Kerstin und ihr Mann mit Anwalt Ralf Vogel zum Berliner Hauptbahnhof. Niki und die kleine Emma in den Menschenmassen zu finden, wird alles andere als einfach werden. Doch der Jurist hat eine Idee, wie er Nikis Flucht schon frühzeitig vereiteln kann. Jetzt zählt jede Sekunde. Das kann sie doch nicht machen. Sie kann doch nicht einfach mit Emma nach Italien. Wir werden sie finden, egal wo sie mit ihr hin ist. Bitte beruhig dich, Schatz, bitte. Frau Brandt, ich bin mir sicher, Frau Fellner wird niemals durch die Passkontrolle am Flughafen kommen. Sie wird nicht fliegen, das ist eine Ablenkung. Sie ist definitiv am Bahnhof. Fahren Sie bitte zum Bahnhof. Bloß, Mann, am Bahnhof sind so viele Züge. Wie sollen wir sie denn da finden? Woher wollen wir wissen, welchen Zug sie nimmt? Ich habe da eine Idee, Frau Brandt. Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit. Generaldirektion Taxi Berlin, Herbert Klein. Hallo Herbert, ich bin's, Rechtsanwalt Vogel. Du, ich brauche ganz dringend deine Hilfe. Was kann ich für dich tun? Schieß los. Wir suchen eine 26-jährige, dunkelhaarige Frau, die mit einem einjährigen Kind unterwegs ist. Das hat sie entführt. Sie ist vermutlich auf dem Weg zum Flughafen oder zum Bahnhof. Kannst du bitte deinen Fahrern Bescheid geben? Alles klar, ich kann den Jungs eine Nachricht aufs Handy schicken. Ich würde ihnen dann Bescheid geben, wenn sich einer zurückmeldet. Ich danke dir. Frau Brandt, Herbert hat mehrere hundert Taxis hier in Berlin. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass Frau Fellner in einem von denen sitzt. When it's all right. Während Emmas Eltern fast verrückt vor Sorge um ihre Tochter werden, sitzt das Kindermädchen entspannt in einem Taxi. Die 26-Jährige redet sich ein, dass Emma wirklich ihre Tochter ist. Sie malt sich ihr neues Leben schon in den schönsten Farben aus. Sie haben aber ein süßes Kind. Ja, ist eine ganz liebe, ein kleines Engelchen. Das ist das erste Mal, dass ich verreise nach der Schwangerschaft. 2 Wochen Italien, das wird so schön. Und Sie fahren ganz alleine? Das wäre doch viel zu anstrengend. Mein Mann Ralf, der kommt auch noch mit. Wir haben uns in Rom auf der spanischen Treppe kennengelernt. Bisschen kitschig, aber das war nun mal so. Und Sie fahren alleine? Das haben Sie mich doch gerade gefragt. Ist alles in Ordnung?
Ja, wunderbar. Alles gut. Danke. Sie hätten auch hier rechts gemusst. Sagen Sie mal, hören Sie das nicht? Irgendwie macht der Wagen Geräusche. Also, ich höre absolut gar nichts. Wissen Sie, ich kenne den Wagen besser wie Sie und der macht Geräusche. Ich müsste mal irgendwo anhalten und gucken, was da los ist. Aber ich muss mich wirklich ein bisschen beeilen. Mein Zug geht doch gleich. Ja, bloß wenn ich nicht anhalte und nachgucke, dann kommen wir gar nicht beim Bahnhof erst an. Durch die SMS seines Chefs hat der Taxifahrer erfahren, dass eine junge Frau mit Kind gesucht wird, die auf dem Weg zum Bahnhof ist. Der Berliner kapiert sofort, dass sein Fahrgast die flüchtige Frau ist. Er will seinen Vorgesetzten schleunigst über seinen Aufenthaltsort informieren und hält dazu an einer Tankstelle. Doch Niki ahnt etwas. Das stimmt doch was nicht. Komm, Herr Mamas, wir hauen hier ab. Taxifahrer Uwe Köhler hat angehalten, um Zeit zu gewinnen und seinen Chef über den gesuchten Passagier zu informieren. Doch es war ein Fehler, Niki aus den Augen zu lassen. Rechtsanwalt Vogel wurde von dem Chef der Taxizentrale sofort über Nikis Aufenthaltsort alarmiert. Kerstin und Ralf sind voller Hoffnung, ihre kleine Emma gleich in die Arme schließen zu können. Doch sie werden bitter enttäuscht. Und? Sie ist abgehauen. Ich war nur eine Sekunde weg. Tut mir leid, ich glaube, ich hab's vermasselt. Mach ich keine Vorwürfe. Vielen Dank für alles, was Sie getan haben. Haben Sie Emma gesehen, meine kleine Emma? Wie geht's ihr? Sie meinen das kleine Mädchen? Ja. Ja, ich glaube, der geht's gut. Oh. Am besten teilen wir uns auf. Ich schau hier und Sie gehen da lang, ja? Ja, okay. Gut. Das ehemalige Kindermädchen von Kerstin und Ralf Brandt hat die einjährige Tochter des Ehepaares entführt. Sie will mit dem Zug nach Italien flüchten. Doch Kerstins Anwalt Ralf Vogel hat ihre Fahrt zum Bahnhof verhindern können. Die gesuchte 26-Jährige wurde zuletzt an einer Tankstelle gesehen. Fieberhaft suchen der Jurist und die Eltern nach ihr. Sie müssen die Nanny unbedingt finden, bevor sie sich mit der einjährigen Emma ins Ausland absetzt. Ich hab sie gefunden, sie ist hier. Frau Fellner, bitte, Frau Fellner, machen Sie jetzt keinen Unfug. Frau Fellner, Frau Fellner, die geben Sie jetzt mal mir. Die lassen Sie mal los. Geben Sie mir mal die Emma. Emma, mein Schatz, wo geht es dir gut? Mein Schatz. Frau Helmer, wissen Sie, was Sie da getan haben? Sie haben der leiblichen Mutter das Kind entzogen. Frau Helmer, geht's Ihnen gut? Wieso darf ich keine Familie bekommen? Meine eigene Familie. Meine eigene Familie. Der Arzt sagt, ich kann keine Kinder bekommen, niemals. Wieso? Mitte 20. Mitte 20. Können Sie sich das vorstellen? Ach, das wird alles gut. Alles gut, Frau Fellner. Können Sie sich das vorstellen? Ich wollte doch nur, dass Emma meine Tochter ist. Und Franzi. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir ein psychologisches Gutachten hier bekommen, okay. Frau Fellner. Nehmen Sie mit und passen auf Sie auf. Dass Sie meine Familie sind. Frau Wahnsinn. Oh Gott. Das hätte ich nicht gedacht, die Frau ist krank. Ich danke Ihnen trotzdem. Ohne Ihre Hilfe hätten wir Emma wahrscheinlich gar nicht wiederbekommen. Ich bin so froh, dass wir Niki rechtzeitig gefunden haben. Ich hatte schon die schlimmsten Bilder im Kopf, was mit Emma passiert wäre. Weder Ralf Vogel noch die Brands hätten gedacht, dass so eine tragische Geschichte hinter Emmas Entführung steckt. 4 Wochen später ist der erste Schreck verwunden. Kerstin hat ihrem Mann verziehen, dass er ihre Bedenken nicht gleich ernst genommen hat. Die Familie hat die schreckliche Entführung noch näher zusammengeschweißt. Emma! Na, mein kleiner Schatz? Die Brötchen fallen lassen. Oh, magst du das nicht? Guck mal. Magst du das nicht, Schiri? Das ist die Mami. Guck mal, du hast den Krümmel. Mach mal weg. So. Jetzt sind wir eine feine Dame. Ja. Alles klar? Nehmen wir noch ein Stückchen. Guck mal, ob du das möchtest. Möchtest du das, Schatz? Ach, guck mal, Schmackofatz. Ach, Schatz, was haben wir denn? Sind wir müde? Ja, bestimmt. Mami? Bisschen. Ja? Schau mal, bei uns im Briefkasten lag ein anonymer Brief. Anonym? Das ist ja komisch. Das ist echt merkwürdig. Ach, oh, Schatz, hier. Ja, sind wir müde? Guck mal. Hallo Kerstin und Ralf, Franzi und Emma.
Ihr seid bestimmt überrascht und fragt euch, warum ich euch diesen Brief schreibe. Ich möchte mich bei euch allen entschuldigen. Einige Dinge möchte ich euch im Folgenden erklären. Freund ist ja gut. Die Mami ist doch da. Mhm. Mein größter Wunsch ist es schon immer gewesen, eine eigene Familie zu haben. Mhm. Vor einiger Zeit musste ich jedoch auf eine sehr harte und unmenschliche Art und Weise erfahren, dass ich keine eigenen Kinder bekommen kann. Das war ein sehr großer Schock für mich. Es tut mir sehr leid, dass ich in meinem Schmerz eure Ehe bedroht habe, mir das Vertrauen von Franzi erschlichen und Emma entführt habe. Ich habe durch meine Intrigen beinahe euer Familienglück zerstört. Stimmt. Mein Verhalten und das Geschehene bereue ich zutiefst. Ich hoffe, dass ihr mir vielleicht irgendwann verzeihen könnt. Niki. Damit hat ja nun, glaube ich, gar keiner mehr gerechnet. Nein, das ist wohl wahr, aber... Egal. Genau, ich hoffe, sie macht ihren Weg und alles wird gut. Aber ich finde, jetzt sollten wir an uns denken und... Eben, das kann uns jetzt egal sein, ja. Weil wir drei passen auf unsere kleine Emma ganz alleine auf. Genau. Wir brauchen keine Niki mehr. Ich nehme den Sonnenschein. So sieht's aus. Und ich würde sagen... Darauf stoßen wir doch gleich mal an. Das Kindermädchen Niki Fellner wurde zu einer 12-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt und hat sich freiwillig in psychotherapeutische Behandlung begeben. Die Ehestörungsklage gegen ihren Mann hat Ralf Vogel im Auftrag seiner Mandantin wieder zurückgezogen. Die Brands sind überglücklich, dass die kleine Emma die Entführung gut überstanden hat. Sie sind sich sicher, dass sie nun nichts mehr auseinanderbringen kann.